Viktor Orban, der große Ministerpräsident Ungarns, den man gar nicht genug würdigen kann. Ich unterstreiche das hier ganz bewusst unter all diesen freudlosen Inquisitionsköpfen und Schießschartenaugen Gegensteuer zu geben, die sich da festbeißen an diesem Viktor Orban, die kein gutes Haar an ihm lassen, weil er natürlich das wandelnde Gegenteil ihrer Woke-Philosophie, ihrer Woke-Ideologie ist und eben auch dieser grünen Weltbeglückungsträume. Viktor Orban hat gesagt, dass die europäische Politik einer Massenverschuldung zugunsten der Ukraine verheerende Folgen habe für die EU, für die heute lebenden Generationen, aber auch für die Kinder und für unsere Kindeskinder. Dass diese Schuldenpolitik, dass man also den Ukrainern alle Rechnungen bezahlen will, das wird sich ganz massiv rächen. Auch die EU-Sanktionen gegen die russische Energie seien brandgefährlich und die Folgen würden über einen langen Zeitraum zu spüren sein. Nun, Orban ist auch ein begnadeter Politiker. Ist klar, dass er vielleicht auch etwas dramatisierungsgefährdet ist. Ich bin ja kein Verfechter der Apokalypse. Man muss bei jedem Politiker, auch bei denen, die man gut findet, muss man immer etwas skeptisch bleiben. Ein Politiker hat natürlich aus seiner Interessenslage heraus immer die Eigenschaft, auch gewisse Dinge noch kenntlicher zu machen, als sie vielleicht sind, noch drastischer darzustellen. Aber er trifft hier sicherlich einen ganz wesentlichen Punkt, in dem er Brüssel entgegenhält, dass man blind ist für die Konsequenzen des eigenen Handelns.